Vor 3 Jahren hatte sich die Weltgemeinschaft in Paris auf ein Klimaabkommen geeinigt und Euphorie ausgelöst. Doch die Erde hat sich seitdem weiter aufgeheizt. Jetzt geht es beim Klimagipfel in Katowice darum, klare Regeln zu schaffen, damit man die Zusagen der rund 200 Staaten auch überprüfen kann. Denn der Ausstoß an Treibhausgasen muss dringend verringert werden. Trotz internationaler Klimapolitik steigen die weltweiten CO2-Emissionen nämlich weiter. Auf jetzt 32,5 Milliarden Tonnen im Jahr. Ursache ist vor allem das weltweite Wirtschaftswachstum, weil mehr Energie verbraucht und daher auch mehr Kohle verfeuert wird. Das gilt vor allem für China. Blicken wir auf Deutschland. Jeder von uns produziert pro Kopf umgerechnet 11 Tonnen CO2 und andere Klimagase. Um das Klimaziel 2050 zu erreichen, dürften es aber nur eine, maximal 2 Tonnen sein. Aus Katowice berichtet Volker Angress. Mehr Geld also für die Entwicklungsländer, aber Volker Angress, damit ist ja noch nichts fürs Klima getan, oder? Volker Angress vom Klimagipfel in Katowice, herzlichen Dank. Fast 1 Milliarde Euro, so viel bekommen die Städte für den Kampf gegen Luftverschmutzung und Fahrverbote zusätzlich vom Bund. Nach dem Dieselgipfel mit den Kommunen sagte Bundeskanzlerin Merkel, das Sofortprogramm Saubere Luft werde auf 1,5 Milliarden Euro aufgestockt. Außerdem werde die Hardware-Nachrüstung von Kleinlastern in Städten mit 432 Millionen Euro gefördert. Der Grenzwert für Stickoxid liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Er wird derzeit von 65 Städten im Jahresmittel überschritten. 15 dieser Städte liegen sogar bei mehr als 50 Mikrogramm. Aus Berlin, Patricia Wiedemeyer. Fahrverbote möglichst vermeiden, das ist das Ziel und für die Städte eine große Herausforderung. Simon Fanzelt beginnt seinen Bericht in Hamburg. Die Hansestadt setzt vor allem auf einen emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr. Schwere Krawalle, hunderte Festnahmen und Verletzte in Paris. Am Wochenende eskalierten die Proteste gegen hohe Benzinpreise und die Reformpläne von Präsident Macron. Die Protestbewegung gibt es seit gut 2 Wochen. Ihr Symbol ist die grellgelbe Warnweste. Während die Demos in vielen Teilen Frankreichs friedlich sind, fliegen in Paris am Samstag Steine, brennen Autos, wird der Triumphbogen beschädigt. Auch das alles im Zeichen der gelben Weste. Wer verbirgt sich eigentlich dahinter? Aus Paris, Cordelia Strauß. Designerschuhe in Italien bestellen oder Delikatessen in Frankreich. Per Onlinehandel soll das jetzt leichter werden und vor allem günstiger. Denn ab heute tritt eine Regelung in Kraft, die das in der EU möglich machen soll. Konkret: Es ist ein ambitioniertes Ziel, das die Bundesregierung ins Auge gefasst hat, Deutschland zu einem führenden Standort der künstlichen Intelligenz zu machen. Bislang liegen China und die USA vorn. Seit heute aber auch in Kameras in Mannheim, die intelligente Videoüberwachung möglich machen sollen. Dabei werden Bewegungsabläufe von Passanten analysiert. Droht Gefahr, etwa durch einen Schlag oder Tritt, greift die Polizei ein. Datenschützer haben an dem Konzept mitgearbeitet. Nur tatsächliche Gewalttäter sollen erkennbar sein. Anna Warsberg hat sich das angeschaut. Ein Reisebus ist in der Nacht auf der A3 bei Idstein in Hessen völlig ausgebrannt. Zum ersten Mal seit dem Fehlstart einer russischen Sojus-Rakete vor 7 Wochen sind wieder Raumfahrer zur internationalen Raumstation ISS geflogen. Und jetzt zum Sport. Die deutschen Alpinstars haben an diesem Weltcup-Wochenende in Beaver Creek alle Höhen und Tiefen erlebt, Katja. Genau. Zum einen Gott sei Dank natürlich, aber eben auch leider erst die schwere Verletzung und das Saisonaus von Kitzbühel-Gewinner Thomas Dresen dort in Beaver Creek, USA. Dann aber an gleicher Stelle der überraschende Riesenslalom-Sieg von Stefan Luiz, der gerade erst nach einem Kreuzbandriss wieder zurück im Weltcup ist. Zum Fußball. Sportlich scheint bei Bayern München gerade etwas Ruhe einzukehren. Nicht so aber in der Vereinsführung. Nach der turbulenten Mitgliederversammlung am Freitag sollte jetzt ein Fantreff am Adventssonntag für etwas mehr Besinnlichkeit sorgen. Ja, die Kampfansage gab es nur vom Trainer. Und wir haben zum Schluss noch ein klitzekleines Alltagsdrama, aber mit Happy End.
Auch die Wetteraussichten für morgen klingen nicht schlecht. Es hält auch von Westen her auf. Die Sonne lässt sich blicken. Wo trotzdem noch mit Regen zu rechnen ist, das sagt Ihnen gleich Gunter Thiersch. Das war's von uns. Marietta Slomka erwartet Sie zum Heute-Journal um 21.45 Uhr. Und wir sind morgen Abend wieder zur Stelle, Punkt 7. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen gemütlichen Montagabend. Tschüss.